Und dann machen wir noch so und so. Wo bist du denn, Ricardo? Das lädt ziemlich langsam, aber ich bin jetzt fertig und bin direkt wieder da. Es ist immer noch mal ein schönes Gefühl zu merken, dass man so eine wundervolle Pflanze hat, mit der man sich überall festhalten kann. Es ist echt wunderschön. Was mich wundert, dass wir noch nicht den Dualhaken gefunden haben. Was ist das? Was war das nochmal? Du hast mir schon mal erzählt, aber ich weiß es nicht mehr. Der gleiche Effekt wie die Ivy Whip. Nur, dass man halt eben nicht drei auf einmal, sondern wenn man an der Wand hängt, kann man sich direkt schon mit einem anderen Haken weiterziehen. Ach so, okay. Und die Reichweite ist halt eben übel. So, ich bin dafür. Wir machen jetzt noch die Twins. Nee. Wir gehen jetzt in den Jungle, komm. Für was war nochmal das Clothier Voodoo? Warte, ich mach noch gerade einen. Ja, schaffen wir, glaube ich, nochmal Skeletron. Gib mal. Warte. Wo ist das? Ah, gib mal noch gerade die Tür, bitte. Hast du eine Tür? Jetzt beschwör dich mal gerade nicht. Ich mach gerade die Wohnung für Santa. Ha! Komm mal her, Willi, komm mal her. Für Dos Santos mache ich gerade eine Wohnung. Komm mal her. I need a door. Komm mal her. Ah, hier ist eine Door. Ja, komm mal her. Ich komm ja schon. Komm mal her. 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 Du hast die Miete nicht bezahlt. Boah, bitte was? Geh auf die andere Seite, du Arsch. Geh sofort auf die andere Seite. Ricardo! Ha, der ist schon Half-Life! Ich hab doch nichts ausgerüstet! Der ist schon Half-Life! Warum ist der auf einmal so schnell down? Hallo, wir haben die Mega-Shark, was willst denn du? Ja, die hatten wir doch beim ersten Mal auch. Nee, die Mini-Shark hatten wir beim ersten Mal. Ach, das war nur Skeletron, das war ja gar nicht so. Hast du gehört, der hat die Miete nicht bezahlt. Ja, ist okay. Wenn der jetzt nochmal kommt, ne? Und der hat die Miete nicht bezahlt. Dann ballert es hier in der Wohnung. Ricardo, guck mal, ich hab die Wohnung für Santa fertig. Boah. Wenn ich die Type nochmal sehe. Sieht die wenigstens gut aus? Sagt mir, wo ist der? Und der hat die Miete nicht bezahlt! Sagt mir lieber nicht, sonst kommst du wieder mit einer Bombe. Doch, das sieht gut aus. So, dann kaufe ich mir mal noch so ein bisschen Kügelchen und so. Ich geh Jungle. Ah, Kügelchen, ja, genau. Hab nur noch 600. Wow. So viel verschossen bei den Idioten. So, ich hab jetzt noch 1000. Alter, ich hab 47 Gold! Ich hab 15. Hier, bitteschön, du kannst jetzt alles in den Safe reintun. Bitteschön. Safe! Bitteschön. Safe! Ha! Safe! Und ich mach dann halt wieder mal meinen ganzen Bauschit hier unten rein, weil du hier jetzt unbedingt woanders hingehen möchtest. So. Ah ja, du hast doch gesagt, komm, nee, lass mal hier Jungle und so, ey, YOLO. YOLO und Swag und so. Come on. Come on, biatch. Also, sag ich mal, wer das Let's Play von Anfang an verfolgt, muss schon ehrlich zugeben, dass die Berge, die hier gestanden haben, wirklich schön waren, aber sie haben genervt. Es ist im letzten Mal aufgefallen, als er den Part selbst mal geschaut hat, den wir aufgenommen haben. Da hat er auf einmal so im PS gesessen. Boah, ist die Map so flach. Und da habe ich gefragt, was ist los, Ricardo? Was ist mit deinem Boah? Und dann hat er gesagt, ja. Also, da waren ja mal Berge. Und die sind weg. Und die fanden dich so toll. Und dann hat er gesagt, Alter, die Corruption schon weit hier. Ne, lol. Oh. Ha! Gay! Wir sollten damit aufhören. Oh. Also für dich, wenn du eine Konsole kaufst, die PS4, um darauf jetzt nochmal kurz zurückzukommen. Die PS4, definitiv. Und wann? Würdest du die jetzt schon kaufen oder erst später? Ich bin ein armer Bauernjunge, ich habe kein Geld. Alter, bei mir lädt die Welt nicht nach, was geht denn hier ab? Dein PC ist zu schlecht. Da 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 da. Dam 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 dam. Die Welt ist ab hier bei mir weg. Lol. Was geht ab, Willi? Einfach springen, springen, springen. Roderick, der hat die Miete nicht bezahlt. Wo bist du? Ich bin in Dungeon. Was für einem Dungeon?
Ja, in dem Jewel Dungeon. Oder was hast du vor? Alter, ich weiß hier gerade gar nicht. Lol, da ist eine Schildkröte. Ich hab auch eine! Yes! Was Billy, hab ich bekommen? Nix. Ja? Ich hab eine Schildkrötenmuschel getroppt. Und was heißt? Jetzt ist der bei mir Roderick eingetroffen. Was ist denn das hier? Ich Alter, falle bitte, die Welt wie hinunter. Viele von den Dingern sind das? Von den Schildkröten-Dinger? Nee, von den anderen. Da ist eine Schildkröte, die ist gerade vom Himmel gefallen, Ricardo! Ich seh nix. Bei mir liegt alles hinter. Billy, nee, so geht das dann. Müssen wir mal kurz die Aufnahme anhalten. Du bist gleich tot! Ja, lass gut, mal bitte dann, kurz die Aufnahme dann halten an. Wir die Aufnahme an, aber dann gehen wir kurz weg, oder? Ah, warte, ich mach die Schildkröten noch. Hä? Oh, ja, geh zurück. Alter, bei mir fällt alles vom Himmel runter. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder am Dschungel diesmal, weil wir dann dort gerade wieder hinlaufen. Bis gleich. Hallöchen! Und dann sind wir wieder zurück. Ricardo hat alles behoben und wir haben einen neuen Einwohner. Ich habe gerade mal die ganzen Wohnungen noch fertig gemacht. Also wir haben jetzt noch 3 Wohnungen und der neue Einwohner, da kann euch Ricardo jetzt mal erzählen, wer das ist. Das ist so ein Jungle-Fuzzi-Pip, von dem ich nicht weiß, was er bringt. Aber wenn man eine Wohnung für den hier im Jungle baut, kann man sich die Blätterflügel kaufen bei ihm, die um einiges besser sind als unsere dämonisch guten Engelsflügel. Denk dran, so, ne? Das Chlorophyterz, das ist hier genau in der Wand, das. Dann lass mich das gerade abbauen. Du gehst da anderes suchen, weil ich sehe das nicht wieder mal. Hoppla, da unten ist ja. Monsters. Das musst du sehen, das ist überall hier in den Gängen immer nur an dem, gerade am Rande. Ja, ich sehe das aber nicht. Bei mir ist das direkt dunkel. Ich sehe noch den ersten Stein, der da irgendwo ist. Shit, Alter. Hallo. Ey, hauen die Viecher rein. So ungefähr. Ich bekomme es nicht kaputt. So. Gut, hier ist also kein Chlorophyll. Wenn irgendeiner von den Zuschauern jetzt dieses Erz sehen sollte, der muss jetzt ganz genau schreien. Da ist doch was, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Ist es das? Der schreit dann Hoppla! Ist es das? Ne, das ist Tungstenohr. Hat irgendwie gerade so einen grünlichen Schimmer gehabt. Naja, was soll's. Chlorophyt, Tungstenohr, Matschblock, weg damit. Diese verdammten Mücken. Die stechen mich irgendwann noch kaputt. Stechen. Das sind Hornissen. Möwen sind das. Möwen? Möwen. Oh. Möwen! Guck mal, das ist Pantera! What? Das ist Pantera! Alter, mach die Pflanze bitte nicht kaputt. Wie macht man die denn kaputt? Mit was? Sag ich dir nicht. Mit dem Schwert oder? Ich probier's dann aus. Dann port ich mich heim. Ich mich auch. Mit was denn jetzt? Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Mit Spitzhacke. Okay, Spitzhacke ist das. Also niemals mit Spitzhacke in der Hand an der Pflanze vorbeilaufen. Hey, solange wir so. Da ist, du hast Eisen übersehen. Was brauchen wir? Achso, ja, stimmt. Ricardo hat gesagt, wir müssen Eisen mitnehmen, um die Boss-Items zu craften. Ach, hast du das wirklich? Mit Eisen habe ich eigentlich das Chlorophyll-Scheiß-Ding gemeint. Das Eisen. Turtle, das ist eine Turtle. Turtle! Komm her! Mach's kaputt! Ich mach's kaputt! Lord, ich muss es da oben ranheften! Achso, oh, das Glück ist mit uns! Warum denn? Ich habe schon 2 Turtle-Muscheln getroppt. Wofür und die sind davon? Das 3 Stück für eine, also für so eine Rüstung. Das Problem bei der Turtle-Rüstung ist, was sag ich generell bei der Turtle-Rüstung, und zwar bei dem Item,
bei dem bei der Schildkrötenmuschel ist, dass die, dass das ein sehr seltener Drop ist. Also die bekommen wir gar nicht so leicht. Und ich habe jetzt schon zwei Stücke getroppt, ey. Die macht es mit uns. Ich habe schon wieder Mithril abgebaut, ich Doofkopf. Ja, ist ja nicht schlimm. Kann man ja verkaufen. Na gut, dann baue ich Mithril ab. Ich baue einfach alles ab, was wertvoll aussieht. Kann man gewinnbringend verkaufen. So. Ich bin einfach zu dumm dafür, irgendwelche Erze zu finden, weil ich dafür einfach zu dumm bin. Ich hab deswegen gerade baut Willi gerne. Ja. Deswegen bin ich auch in Minecraft gerne der Baumeister. Und Ricardo eher die Randschaff-Hure. Ich habe niemals das Wort Hure in einem meiner Let's Plays benutzt. Oh scheiße, jetzt hab ich's doch benutzt. Ich schon. War gefühlt 10.000 Mal hier. Ja, in einem meiner Let's Plays, ne? Herzcontainer brauchen wir nicht mehr. Scheiße. Nee, aber wenn du so eine Lebensfrucht droppst, ne? Die kannst du direkt reinziehen. Oh, Ricardo, guck mal, was ich gefunden hab. Ja, und was willst du jetzt damit? Das ist doch das, was wir brauchen, oder? Nee! Betrunken. Wie sieht das aus? Ich kann das nicht auseinanderhalten. Willi kann die Farben grün und sowas nicht unterscheiden. Tut mir leid. Das ist doch alles grün. Tut mir ehrlich leid. Oder leuchtet mein Schwert immer nur grün? Ich glaube, mein Schwert leuchtet grün, oder? Kann das sein? Es lässt auf jeden Fall alles grün. Komm mal mit mir jetzt her. Da oben ist eine goldene Kiste. Ja, die ist schon leer. Gar nicht. Die blinkt. Komm her, Willi. Ich zeig dir das hier. Oh. Brauchen wir. Ach so. Sieht trotzdem gleich aus. Ich kann den Scheiß nicht unterscheiden. Gut, da oben ist noch nichts mehr. Eisen! Wie lange man früher für Eisen gebraucht hat zum Abbauen, ne? Das ist echt schön. Ach, heute furzte der Gegner, ist das schon abgebaut. Willst du dich jetzt über meinen Furz in der Flasche lustig machen? Jetzt fühlt er sich überlegen, wie sonst auch immer. Aber er merkt nicht, dass er eigentlich der Gelackmeier der ist von uns beiden. Wir müssen mal gucken, dass wir hier tiefer oder weiter nach rechts kommen, weil hier sieht so alles ausgelutscht aus. Guck mal, hier ist noch ein Gang, ein wunderschöner. Warte, du warst doch hier nicht schon, oder? Doch, ich glaube, hier warst du schon. Scheiße. Ah, hier unten geht's weiter, Willi. Oh, shit. Ich komme, Ricardo, ich komme. Lass mich dir helfen. Ich hab einen Dschungeltempel gefunden. Machen auf. Können wir den aufmachen? Können wir nur aufmachen, wenn wir Plateria besiegt haben? Was hab ich dir gerade gesagt, Junge? Ich hab's trotzdem versucht. Es kann ja sein, dass du mich einfach nur verarschen willst. Wo leck ist der... Alter, wie groß ist der denn? Was ist denn da drin? Ich glaube, wir müssen mal hier runter gehen. Weil ich glaube, hier unten ist der Eingang. Ach, da ist ein Eingang für. Ich dachte jetzt, der ist außenrum zu. Man muss ihn aufkloppen. Dafür muss man aber zuerst Terraria machen. Genau. Plantera machen. Terraria. Terraria. Lass mal hier runter gehen. Was will ich gerade tun? Ey! Hab Mithril-Erz. Von was bekommst du Damage? Boah, Chlorophyt. Lass nach unten buddeln. Hallo, mach die Hallo. Was denn? Was die Fackel? Ich komme immer noch nicht klar mit dem Scheiß hier. Du musst nach unten buddeln. Ja, mach ich gerade. Ich glaube, wir kommen nie wieder unten an. Was ist das denn? Buddel weiter. Ich buddle doch. Du buddelst nicht. Ich bin auf der linken Seite. Noch nie. Was ist denn das da links? Guck dir das mal an. Was willst du denn? Da ist sowas blau leuchtendes. Ja, dann lass gelb leuchtendes und... Seh das nicht. Wir müssen weiter hoch. Der Eingang ist weiter oben. Nebendran ist ein Skelettbogenschütze. Ja, der Eingang ist weiter oben. Wie krass sieht das denn aus? Sieht voll viereckig aus und so.